Heute machen wir das vierte Prep-Workout für das Workout Murph. Und zwar nehmen wir heute das Original-Volumen. Das heißt, in Summe wirst du 100 Klimmzüge machen, 200 Liegestütz und 300 Air Squats. Wir teilen es aber auf in 20 Runden. Das heißt, eine Runde besteht aus 5x Klimmzügen, 10 Liegestütz und 15 Air Squats. Davon 20 Runden kannst du dich daran gewöhnen, dieses Murph-Volumen wirklich mal zu machen, aber es ist wieder angenehm gesplittet, sodass du nur ein bisschen muskulären Reiz währenddessen fühlst, aber es wird nicht ganz so schlimm, wie Murph an sich sein wird. Cut, 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 cut. Und danach gehen wir wieder ans Laufen. Heute laufen wir eine kürzere Distanz, und zwar nur 400 Meter, die aber natürlich deutlich schneller als zuletzt letzte Woche die 800 Meter. Also 400 Meter wirklich auf einem viel höheren Level laufen. In der App weisen wir es aus als Sprint. Und zwischen diesen oder nach diesen ersten 400 Meter schaust du auf die Uhr und nimmst dir exakt die gleiche Zeit, die du fürs Laufen gebraucht hast, als Pause, bis du wieder losrennst. Und das machst du zwischen allen Läufen. Das heißt, wenn der erste Lauf einfach nur eine Zeit, eine Minute dauert, machst du eine Minute Pause bis zum zweiten 400er Lauf. Wenn der 1:10 dauert, nimmst du dir 1:10 Pause bis zum dritten und so weiter, bis du viermal 400 Meter gelaufen hast. In Summe wieder eine Meile ist die Hälfte dessen, was du in Murph zu laufen hast. Viel Spaß dabei.